Hallo und herzlich willkommen zurück zu SteamWorld Quest. So, heute gibt's eine 15-Minuten-Folge. Ja, ich gebe mir Mühe, 15 Minuten genau abzupassen. Oh Mann, eine kurze Folge. Wird, glaube ich, mal Zeit, ne? Ich meine, die letzten Folgen waren so lange alle. 35 Minuten, 25 Minuten. Ist echt ein bisschen viel. So, hier könnten wir hoch. Oder da unten nach links. Wo kommen wir eigentlich her? Ich weiß es nicht. Oh, da sicherlich nicht. Geist des Windes. Wechsel zur Fujin-Maske, die jeglichen verursachten physischen Schaden in Sturmschaden umwandelt. Erhöht Oryx Sturmschaden um einen Rang. Okay. Ja, ja, wir gucken auf jeden Fall mal, ne? Das machen wir. Kein Dampf. Wow. Das ist gut. Das ist toll. Also jeder physische Schaden wird zu Sturmschaden verwandelt, wenn wir die Maske aufziehen. Das wäre eben zum Beispiel auch bei dem Gegner ganz gut gewesen. Ja, der hat ja gegen physischen Schaden, war er ja, naja, gut resistent. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel diesen Geist des Windes aufgehabt hätten und zufällig auch noch mit Ori gekämpft hätten, dann hätte das was gebracht, ne? Und es bringt einen Dampf. Oh, es bringt einen Dampf. Was? Wegtun. Was weg? Tödlich Anmut ist so toll. Sturmschlag ist auch toll. Auf eine Wunde will ich... Ach, das ist einfach zu gut. Es müsste dieser Tengu-Tanz weg. Ganz ehrlich. Das ist doch doof. Komm, wir machen einen Hieb hier weg. Aber das macht sonst nichts anders, ne? Wechselt wirklich nur die Maske. Es macht keinen Schaden und gar nichts. Das Ding hier, ja, macht wenigstens noch Schaden, ne? Komm, wir müssen ja mal testen, irgendwann mal, ne? Sie darf noch einmal leveln. Einmal noch. Und dann ist Oryx wieder dran. Ja, aber so lange muss Kopernika noch drin bleiben. Oder wir wechseln einen von den beiden mal aus und holen Oryx dazu. Ich weiß nicht. Okay, Galileo darf mal ein bisschen Pause machen. Ne, hat er nötig. Dann leveln wir die beiden mal so ein bisschen gleichzeitig. Ich glaube, das funktioniert so. Das Amelie muss drinbleiben. Ich weiß, ich mag Amelie irgendwie. Gut, okay. So, haben wir das? Da kamen wir wahrscheinlich her. Und hier gehen wir jetzt hin. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ne, es geht hier nach oben, nach rechts. Gehen wir nach oben, nach rechts. Als du sagtest, dass sich die Fauna von der anderswo unterscheidet, hätte ich nie erwartet, sie derart verderbt vorzufinden. Das war schon immer so. Ich gebe zu, dass ich meinen Zweifel hatte, was deinen Behauptungen angeht, aber jetzt sehe ich klar und deutlich, dass der Necromotorikon in der Nähe sein muss. Dafür gibt's eine neue Karte für diese Einsicht. Verleiht einem Verbündeten 3 Runden lang die Fähigkeit, Angriffe zu kontern und erlittene negative Statuseffekte weiterzugeben. Das ist ja ein Ding. Angriffe kontern und erlittene negative Statuseffekte weiterzugeben? Es kostet aber einen Dampf, aber nur einen. Heftig, heftig. Ja, ja. Oh, wen haben wir denn da? Geister und Robentypen? Na, das wird lustig. Das wird jetzt lustig. die Gewitterwolken können wir machen. Zweifel. Gewährt Kopernika ein Schild, der alle blabla Sturmschäden absorbiert. Und sie um 50% dieses Wertes 2 Runden lang heilt. Verursacht auch Fehlfunktionen. Kann keine Fertigkeitskarten spielen. Ja, 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 ja. Ich teste es mal aus. Ich teste es mal. Und Gewitterwolken auf alle drei. Ne, gibt ja nicht viel Schaden, aber dafür für alle. Sondern Kettenblitz. Na los.
Dafür durfte sie jetzt die andere Karte nicht spielen. Die Dampf gebraucht hatte. War es das? War das jetzt weg? Okay. So läuft das also. Na gut. Wissen wir jetzt Bescheid. Und alle werden geheilt. Was soll denn das? Ihr seid doch nicht ganz richtig. Mann! Okay. Leichi? Wir könnten Geist des Windes wechseln vorher. Und hier richtig Sturmschlagschaden machen. Boah, ey. Also machen wir das hier. Ja, den vordersten. Dann. Das gibt Dampf. Und dann den Sturmschlag. Auf Mithras Jünger. Oh, ist das gut. Widerstand. Da waren ein paar kritische dabei. Sehr gut. Oh, herrlich. Auf 499 runter. Oh, Mann. Ist das gut. Und jetzt machen wir lauter Blitzschaden. Und wir sind vergiftet. Oh, merde. Also Gift ist kein guter Zustand. Mag ich gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt rein gar nicht. So, Gift wäre hier Schmiermittel. Nehmen wir das auch direkt mal. So, das passt schon. Dann Helden in die Schlacht. Noch einen Helden könnten wir machen. Oder wir mischen jetzt sowieso durch. Also durch Schmiermittel ist jetzt eh egal. Also mischen wir ein bisschen da drauf. Und Kilovolt auch in die Richtung. Gut. By the way, noch ganz schnell mal gucken. Hast du denn Probleme mit Feuer ist problematisch und oh Gott. Ach, kann man immer mal so. Also Immunität gegen physischen Schaden, ne? Da ist dieser Hieb natürlich egal. Komm, weiter. Warum machen die Schaden? Da ist die aktuelle Truppe echt ganz schön am Rudern gerade, oder? Okay. Tapferer Schlag könnten wir machen. Wir könnten... Mal ganz schnell gucken, sind die jetzt wirklich alle? Sind die alle jetzt immun? Nee, okay, eher nicht. Also machen wir das so. Also wir hauen jetzt Heldenhieb mäßig da drauf. Dann nochmal da drauf und dann ein tapferer Schlag in die Richtung. Ich wollte... Linke Maustaste. Nice. Das ist gut. Hauptsache am Bluten. Ist nicht am Bluten, ne? Diese blöde Immunität dann, ne? Oh, Mann. Läuft nicht gut. Läuft gar nicht gut. Wir haben zwar zwei Dampf, aber... Tödlicher Anmut. Diese Maske hier aufziehen, aber offene Wunde. Verdammt. Sowas könnten wir machen. Abfangmanöver könnten wir auch machen. Auch, naja. Aha. So, zwei Dampf haben wir. Es braucht alles zwei bis auf tödliche Anmut. Wir könnten also jetzt sowas hier machen. Dann könnten wir... Wir könnten vorher schon den Tango-Tanz machen eigentlich, ne? Und die Maske aufziehen. Dann so ein Hieb in die Richtung. Und zum Abschluss noch eine tödliche Anmut hier vorne zu ihm hier. Na, okay, machen wir so. Okay. Oh Mann, sieht das knapp aus. Er macht schon ganz schön Schaden, muss man einfach mal so sagen. Auch noch kritisch getroffen, super. Oh Gott, sie wird doch sterben, ne? Das war ja sowas von knapp. Oh Gott, Amelie, oh jetzt. 1 von 861. Ich weiß ja nicht. Oh Mann. Irgendwas müssen wir machen, oder? Wir kriegen die sonst nicht down.
Wir kriegen sie sonst nicht down. Das heißt, wir müssten jetzt hier so ein 100% machen. Würde sich schon tierisch lohnen. Auf Amelie. Das lohnt sich. Reparaturtrank auch in die Richtung, damit wir sie auch noch ein bisschen benutzen können. Ne? Das ist, ja, ich glaube, absolut notwendig. Und jetzt können wir noch irgendwas verschwenden, was vielleicht einfach Dampf bringt und vielleicht hier ihm nochmal so ein bisschen zusetzt. So einen kleinen Heldenhieb, ne? Ist ja schon am Zittern, der Typ. Sind irgendwie alle am Zittern. Okay, naja. Eine große Heilrunde. Wow, 100% hier, ne? Okay, sie ist down. Sie ist down. Lassen wir sie jetzt down? Oh Mann. Ach komm schon. Wir könnten sowas hier spielen. Dann Heldenhieb in die Richtung. Und nochmal Abfangmanöver in die Richtung. Und hoffen, dass es ihn endlich davon jagt, das ist echt heftig. Ja, Widerstand ist auch egal. Zurückgeschreckt und tot. Na wunderbar. Nice. Und ist am Bluten. Oh, komm schon. Bekommt immer schön Schaden dadurch, ne? Das ist so geil. Okay, hier wieder Amelie. Oh Mann, tapferer Schlag können wir machen. Ich komme nochmal so auf in die Schlacht. Ein Heldenhieb in die Richtung, einen tapferen Schlag oder wir gehen hier runter. Das heißt, den tapferen Schlag hier in die Richtung und Putt machen und dann ist die Sache vorbei oder hier in die Richtung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man könnte auch einfach sagen, den tapferen Schlag machen wir hier runter und dann gibt es den scharfen Schnitt hier oben. So ein bisschen verteilen. Oder Heldenhieb reicht. Der reicht im Leben nicht. Halt die Karten so ein bisschen verteilen, ne? Weil er hier unten könnte eigentlich. Könnte weg sein. Mit dem tapferen Schlag wäre er wohl weg. Also Heldenhieb in die Richtung. Tapferer Schlag in die Richtung. Und scharfer Schnitt dann wahrscheinlich da oben nochmal drauf. Machen wir mal so, damit er weg ist. Oh, verfehlt jetzt hör aber auf. Auch verfehlt. Oh, dieses Ausweichen, das ist so ätzend. Oh, Mann. Es hört einfach nicht auf mit diesem Schaden, ne? Es hört nicht auf. Oh, Mann. Das ist doch lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Ja, ausweichen. Ausweichen. Ich. Ja, was soll man machen, ne? Man muss es ja eigentlich versuchen. Man muss es doch versuchen. Bringt doch nichts. Er muss ja weg. Na Gott sei Dank. Widerstand, aber ist am Bluten. Das ist sehr gut. Also ich weiß, ich könnte sie eigentlich wiederbeleben, aber ich bin mir da gerade nicht so sicher, ob ich das wirklich will. Schaffen wir es auch ohne sie? Geist des Windes, gibt Dampf, brauchen wir aber gerade nicht. Wobei, wir könnten erst hier so einen Tango-Tanz nochmal machen. Er hat die Maske ja schon auf, aber es bringt trotzdem Schaden. Dann gehen wir hier nochmal mit Heldenhieb drauf. Und, nee, doch, klar. Nee, sorry. Hier, ich meine den Leihhieb. Und dann tödliche Anmut in die Richtung. Und das war's dann vielleicht. Und das macht nochmal ordentlich Schaden. In der nächsten Runde dann vielleicht wieder zum Leben erwecken oder so, keine Ahnung. War ein sehr verlustreicher Kampf.
Verfehlt. Na Gott sei Dank. Super. Dieses Ausweichen hat sich gelohnt. Oh Mann. Ja. Ja. Das ist ein schlechter Scherz, ne? Aha. Okay. Also das hier gibt Dampf. Voll dämlich eigentlich, aber beide Effekte gelten jetzt. Dann machen wir hiermit halt so einen Blitzschaden und ist kein physischer mehr. Das ist super. Weil er dann nicht mehr diese Resistenz hat, ne? Und dann nochmal einen Sturmschlag. Ich glaube, das ist gut. Das ist ziemlich gut. Mhm, 150. Jetzt geht der Kram auch richtig durch. Na also. Ja, auch dieser Schaden war auch, Gewitterschaden. Okay. Alles klar. Und wir mussten keine Reparatur oder so machen. Oh, Manometer. Okay, wir haben jetzt 16 Minuten, die Folge ist damit rum. So, 1595 Erfahrungen, aber die haben wir so dermaßen verdient. Aber so dermaßen, nicht wahr? Oh Mann, beide sind gelevelt auf 23. Sehr schön. 216 Gold, faulige Flüssigkeit, glänzende Faser. So, und das war's für heute. Das war jetzt mal eine richtig kurze Folge. Ich hoffe, die ist nicht zu kurz. Ich hoffe, es ist in Ordnung so. Ja, und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Und wenn es euch zu kurz ist, dann meldet euch. Sagt Bescheid, ne? Also länger geht immer. Kein Problem. Und wenn ihr kürzere mögt, ist auch kein Problem. Also ich habe mit allem keine Probleme. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.